Hallo zu einem neuen Beitrag von mir. Es geht heute um Marken und um den sogenannten markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz. Was das bedeutet, erfährst du gleich. Zunächst mal, was überhaupt Marken sind, weißt du sicherlich schon. Falls noch überhaupt nicht, habe ich hier nochmal ein Video für dich verlinkt. Da erfährst du die absoluten Basics zu Marken. Nehmen wir an, ein Dritter hat eine Marke namens Cinelli angemeldet für den deutschen Markt und diese Marke schützt unter anderem Kappen, also Bekleidungsstücke. Dann darfst du natürlich nicht Kappen herstellen oder aus Asien importieren, Cinelli draufdrucken und in deinem Onlineshop verkaufen. Dann kriegst du sofort eine Abmahnung und Cinelli, die Firma, würde einen Unterlassungsanspruch gegen dich geltend machen, weil du ihre Marke verletzt. Wie kommt es jetzt aber, dass trotzdem in verschiedenen Online-Shops, die jetzt keine Vertragspartner mit Cinelli sind, du diese Kappe kaufen kannst? Und wie kommt es, dass du zum Beispiel, wenn du diese Kappe kaufst, sie später auf eBay gebraucht verkaufen darfst? Naja, es gibt im Markenrecht den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz. Übrigens nicht nur im Markenrecht, sondern im gesamten geistigen Eigentum oder im Immaterialgüterrecht, also auch im Urheberrecht und im Designrecht. § 24 Markengesetz regelt diesen Erschöpfungsgrundsatz und ich lese dir das ganz kurz vor. Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist. Wenn Cinelli diese Kappe schon mal in den Verkehr gebracht hat oder wenn ein Dritter mit der Zustimmung von Cinelli diese Kappe in Verkehr gebracht hat, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch auf dem europäischen Binnenmarkt oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum, gilt dieser Paragraph 24 und das Markenrecht an diesen Gegenstand, an dieser Kappe ist erschöpft. Das führt dazu, dass du zum Beispiel diese Kappe kaufen darfst und weiterverkaufen darfst. Und natürlich darfst du dann auch in deinem Online-Shop, wenn du einen hast, diese Kappe so fotografieren und abbilden, also ein Produktfoto machen, um diese Kappe zu bewerben. Das heißt, einmal in Verkehr gebracht, ist das Markenrecht an dem Gegenstand erschöpft und du darfst diese Marke dann rechtmäßig nutzen, aber natürlich nur im Zusammenhang mit dem Vertrieb oder dem Weiterverkauf mit diesem Gegenstand. Jetzt gibt es aber noch eine spezielle Konstellation. Ich werde immer wieder von Markeninhabern angesprochen und dann sagen die, Herr Greger, hören Sie mal, oder Max, hör mal, ich habe jetzt da unser Produkt in diesem Online-Shop gesehen und da steht auch unsere Marke. Wir kennen diesen Online-Shop aber überhaupt nicht und wir wissen auch, weil wir kennen alle Großhändler, wir wissen, dass dieser Online-Shop noch nie von uns oder von einem unserer lizenzierten Großhändler ein Produkt gekauft hat. Die haben also relativ wahrscheinlich unsere Produkte überhaupt nicht auf Lager und trotzdem bieten die dieses Produkt in ihrem Online-Shop an und nennen unsere Marke. Dürfen die das? Und die Antwort lautet, es muss einem Wiederverkäufer auch möglich sein, sich zeitnah mit einem Produkt einzudecken. Und zwar auf legalem Wege. Dann gilt auch für ihn der Erschöpfungsgrundsatz. Heißt, wenn ein Online-Shop dieses Produkt, zum Beispiel diese Cap von Cinelli, überhaupt nicht auf Lager hat, weil er sagt, ey, ich weiß ja noch gar nicht, wie der Bedarf ist, ob ich das überhaupt abgesetzt bekomme, dann kann er trotzdem dieses Cap vielleicht einmal kaufen, abfotografieren, kann es in seinen Online-Shop stellen, kann ein Produktangebot machen und kann dann dieses Produkt bewerben. Und wenn er jetzt 20 Anfragen bekommt für dieses Produkt, dann muss er sich erst eindecken damit. Er muss dann einen Deckungskauf tätigen. Das heißt, der Erschöpfungsgrundsatz umfasst nicht nur das Recht, ein Produkt, das ich bereits gekauft habe und auf Lager habe, weiter zu verkaufen unter Nennung der Marke. Der Erschöpfungsgrundsatz erlaubt es mir auch, ein Produkt, das ich noch nicht auf Lager habe, unter Nennung der Marke zu bewerben, eben wenn ich in der Lage bin, zeitnah mich mit diesem Produkt auf legalem Wege einzudecken. Und was bedeutet auf legalem Wege eindecken? Überall, wo es dieses Cap zu kaufen gibt, in jedem Online-Shop oder bei jedem Großhändler, kann ich mich auf legalem Wege zeitnah eindecken. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Angenommen, das ist ein brandneues Cap, das erst nächste Woche in den Handel kommt. Darf dann ein Online-Shop bereits dieses Cap bewerben? Er darf. Denn auch Produkte, die noch gar nicht auf dem Markt sind,
mit dem sich ein Händler aber zeitnah eindecken kann, und zwar auf rechtmäßiger Weise, kann dieses Cap bereits bewerben. Und auch das ist noch vom Erschöpfungsgrundsatz umfasst. Da muss natürlich ein Händler aufpassen, denn wenn Ginelli auf seiner Website dieses Cap bereits mit einem Foto abbildet und sagt Coming soon, August 2022, dann darf ein Weiterverkäufer natürlich nicht einfach dieses Produktfoto kopieren und in seinen Online-Shop packen, weil dann würde er die Urheberrechte an diesem Foto verletzen. Die hat dann entweder der Fotograf oder vermutlich die Firma Ginelli, die das Nutzungsrecht vom Fotografen erworben hat. Das heißt, Produktfotos einfach übernehmen geht nicht. Und jetzt noch eine Warnung. Was darf ein Händler nicht tun mit einer Marke oder was ist nicht vom Erschöpfungsgrundsatz umfasst? Eine Marke kann sich nur dann erschöpfen, wenn sie im engen Zusammenhang mit einem bestimmten Produkt steht, das also schon mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gelangt ist oder zeitnah in Verkehr gelangen wird. Viele werben mit einer Marke ohne Produktzusammenhang. Du kennst es sicher, du kommst auf einen Online-Shop und ganz groß werden erstmal auf der Startseite große Logos von bekannten Marken abgebildet, ohne den Bezug zum Produkt. Auch das ist eben unzulässig. Das hat nichts mit dem Erschöpfungsgrundsatz zu tun. Du darfst auf einer Produktseite natürlich dieses Cap abbilden mit dem Ginelli-Schriftzug. Du darfst aber nicht Ginelli ganz groß auf der Startseite deines Online-Shops abbilden, weil das ist einfach nur Blickfernwerbung und da verletzt du eben die Markenrechte Dritter. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Diese Fragen tauchen wirklich sehr oft auf und der Erschöpfungsgrundsatz spielt wirklich eine ganz große Rolle. Den gibt es übrigens eben, wie schon anfangs gesagt, auch im Urheberrecht. Genauso ist es also zum Beispiel im Designrecht oder im Patentrecht. Fragen dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn du mich persönlich erreichen willst, du findest meine Kontaktdaten ebenfalls in den Shownotes. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.